This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Im Rahmen der Lesung und Besprechung des Buches von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, beginne ich heute am 9. Juli 2022 das 9. Kapitel. Das ist untergetitelt Das Prozessverfahren der Inquisition. Und es gibt ein paar sehr interessante Punkte, über die wir sprechen, wo ich nur mal eben jetzt die Überschriften überlaufe. Das Kapitel ist ungefähr knapp 40 Seiten lang, 35 glaube ich, von 445 bis 480. Und es handelt von der Inquisitor sowohl Richter wie Beichtvater. Da kann man sich ja schon mal vorstellen, welche fürchterlichen Folgen und Einflüsse das hat. Die Schwierigkeit des Nachweises der Ketzerei. Vor allen Dingen, teilweise musste den Leuten das nicht mehr nachgewiesen werden. Die reine Anklage, dass du verpfiffen wurdest von deinem Nachbarn oder jemand anders, das war schon genug. Die Inquisitionsprozesse, der Inquisitionsprozess wird allgemein angewandt. Die Altersgrenze der Verantwortlichkeit. Das Verfahren in absentia und gegen Tote. Selbst gegen Tote wurden hier noch Verfluchungen und Verdammungen ausgesprochen. Und ein sehr wichtiger Punkt, den ich hierbei gerne machen möchte, ist, wusstet ihr eigentlich oder erinnert ihr euch eigentlich, weil ich habe da ja drüber gelesen, aber nicht jeder hat alle meine Lesungen verfolgt, nicht nur dieses Buches, sondern auch anderer Bücher, wusstet ihr eigentlich, dass die römisch-katholische Kirche einen Papst ausgegraben hat und ihn dann nochmal verurteilt hat? Und das war sogar noch vor der Zeit der Inquisition. Das war im Jahr ungefähr 897 und das war der Papst Formosus. Ja? Der war tot für einige Monate und den hat man trotzdem noch vors Gericht gestellt und ihn dann sogar noch verurteilt. Also das hat Geschichte in der
römisch-katholischen Kirche, bevor es hier in der Inquisition abgewandt war und angewendet wurde. Und das Verfahren in absentia, ja, das versteht jeder, der auch kein Latein kennt, absentia, absent, nicht anwesend, also in Abwesenheit verurteilt. Unterdrückung aller Maßregeln zum Schutz des Angeklagten und geheime Verfahren. Darum wird heute in sogenannten Rechtsstaaten ja so gesagt, so viel Wert gelegt darauf, auf dass man genau weiß, wessen man angeklagt wird, von wem man angeklagt wird und dass man sich deswegen verteidigen kann und dass es Maßregeln zum Schutz der Angeklagten gibt. Bei der Inquisition wurden alle Maßregeln zum Schutz der Angeklagten unterdrückt und Verfahren wurden auch geheim geführt. Also nicht nur keine Öffentlichkeit, sondern auch sonst sehr große Verschwiegenheit darüber gelegt. Das Geständnis zur Verurteilung nicht unbedingt erforderlich. Also selbst wenn du bis zum Ende geleugnet hast, konntest du trotzdem der Tat so gesagt überführt werden. Die dem Geständnis beigelegte Bedeutung und das Verhör der Angeklagten, wobei wir natürlich wahrscheinlich hier nur ein wenig in die Folter eingehen, weil zu dem Verhör der Angeklagten gehört natürlich auch, dass sie körperlich misshandelt wurden. Mittel zur Erpressung eines Geständnisses und Betrügereien. Körperliche und geistige Peinigung, also hier gehen wir in die Folter. Unnötige Verschleppungen. Die Tortur, also Folter. Und nur 4 Seiten später die Einschränkung der Tortur durch Antichrist Clemens V. Vorschriften für die Anwendung der Tortur und Zurücknahme von Geständnissen. Das sind also die Themen, mit denen wir uns im 9. Kapitel das Prozessverfahren der Inquisition beschäftigen werden. Das beginnt auf Seite 445 in dem Buch. Und der Autor schreibt, das Prozessverfahren der bischöflichen Gerichtshöfe, wie wir es in einem früheren Kapitel beschrieben haben, beruhte auf den Grundsätzen des römischen Rechtes. Und welche Missbräuche auch immer in der Praxis damit verbunden waren, so war es der Theorie nach doch ein gerechtes, durch genau bestimmte Vorschriften geregeltes Verfahren. Nun, es ist ja nicht, weil etwas geregelt ist und weil es genau bestimmte Vorschriften gibt, dass es darum auch gerecht ist, nicht wahr? Das sollte man niemals vergessen. Das eine hat hier mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Anders verhielt es sich mit dem Inquisitionsverfahren. Also, nochmal. Das Prozessverfahren der bischöflichen Gerichtshöfe, wie wir es in einem früheren Kapitel beschrieben haben, beruhte auf den Grundsätzen des römischen Rechtes, was aber nicht Gottes Recht ist, was also nicht Gerechtigkeit spricht. Im biblischen Sinne. Und welche Missbräuche auch immer in der Praxis damit verbunden waren, so war es der Theorie nach doch ein gerechtes und durch genau bestimmte Vorschriften geregeltes Verfahren. Dem widerspreche ich, wie gesagt, weil römisches Recht nicht göttliches Recht ist. Römisches Recht ist nicht göttliches Recht vom Schöpfer aller Menschen. Vom Schöpfer der Welt und des ganzen Universums. Ja? Aber jetzt macht der Autor hier sogar einen Unterschied zwischen diesem römischen Recht, also das Prozessverfahren der bischöflichen Gerichtshöfe, was beruht auf den Grundsätzen des römischen Rechts, und der Inquisition. Deswegen sagt er, anders verhielt es sich mit dem Inquisitionsverfahren. Wenn wir seine Methode richtig würdigen wollen, müssen wir die Beziehungen kennen, die nach der Meinung des Inquisitors zwischen ihm selbst und dem vor seinem Richterstuhl gebrachten Missetäter bestanden. Als Richter beschützte der Inquisitor den Glauben und rächte Gott für das durch die Häresie ihm zugefügte Unrecht. Nun, hier maßt sich also ein Mensch an, Richter zu spielen über etwas, über das nur unser Vater richten soll. Und außerdem geht es hier um eine verkehrte Kirche. Wir können das, oder ich kann das in diesem Fall gar nicht genug benachdrucken, ja? Dass wir immer wieder, bitteschön, uns daran erinnern müssen in diesem Fall, wirklich, dass wir hier von der römisch-katholischen Kirche sprechen, von der Kirche Satans, die alle Wahrheit und Gerechtigkeit umdreht
im Sinne der biblischen Wahrheit und Gerechtigkeit, also der einzig wahren Wahrheit. Als Richter beschützte der Inquisitor den Glauben, ja den Glauben des Teufels, und rächte Gott, sprich Satan, für das durch die Häresie ihm zugefügte Unrecht. Weil der Gott der römisch-katholischen Kirche ist der Teufel und nicht der Schöpfergott des Himmels. Wer das immer noch nicht verstanden hat, dem kann ich nicht mehr helfen. Das Genius des Papsttums von James Epkin Wiley, das ich gelesen habe, ist doch eins der besten Beispiele. Ein kurzer Crashkurs in der Hinsicht ist Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow, was ich gelesen habe. Ein größerer Crashkurs in meine allerersten Videos, Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Die römisch-katholische Kirche ist in absolut keinster Weise irgendwie mit dem Christentum verwandt, außer dass es sich den Stempel des Christentums aufdrückt. Das heißt, nach außen für die Menschen als Christentum erscheint. Das ist es aber nicht. Wenn ich über einen Berg Mist ein weißes Laken lege, dann erscheint es nach außen hin weiß, aber wenn ich unter die Oberfläche gucke, dann ist es brauner Mist, was da drunter ist. Das ist bei der römisch-katholischen Kirche ganz genau das Gleiche. Auf der Außenseite schmückt sie sich mit christlichen Namen, sogenannten, und christlichen Traditionen, die es gar nicht gibt. Also da haben wir schon mal den ersten Widerspruch. Aber unter diesem Mantel verbirgt sich ein Haufen teuflischer Schmutz. Und diesen Satz von Henry Charles Lear finde ich sehr interessant. Ihr dürft ja nicht vergessen, ich habe das Buch ja vorher auch nicht gelesen. Ich lese das hier jetzt auch zum ersten Mal. Und meine Kommentare, die ich gebe, sind vollkommen spontan aus dem im Augenblick gewonnenen Verständnis. Das gilt für diese Lesung, das gilt für alle vorherigen Lesungen und das gilt für alle kommenden Lesungen auch. Das muss man sich auch mal vor Gesichter halten. Der Autor schreibt hier die offizielle, sage ich jetzt mal, römische Haltung über diese Situation, über das Prozessverfahren. Als Richter beschützte der Inquisitor den Glauben und rächte Gott für das durch die Häresie ihm zugefügte Unrecht. Das muss man aber lesen als Richter beschützte der Inquisitor den Aberglauben und rächte den Teufel für das durch den Abfall an seinem Glauben dem Teufel zugefügte Unrecht. Wenn ich den Satz so verstehe, dann habe ich ihn verstanden, wie ich ihn als Christ verstehen muss. Aber, fährt der Autor fort, er war nicht nur Richter, er war auch ein Beichtvater, bemüht um die Rettung der unglücklichen Seelen, die der Irrtum ins Verderben zu ziehen drohte. Aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche. Der Irrtum ist Wahrheit. Und die Wahrheit der römisch-katholischen Kirche ist Irrtum. In dieser doppelten Eigenschaft handelte er mit einer Amtsgewalt, die weit höher war als die eines irdischen Richters. Und kommt dann noch zu, wenn ich meinem Beichtvater, weil ich ein gläubiger Katholik bin, wenn ich meinem Beichtvater meine Geheimnisse offenbare, dann ist er an ein Beichtgeheimnis gebunden. In diesem Fall ist es aber ein Problem, weil derjenige, der mich verurteilen muss, dann meine Beichtgeheimnisse kennt. Und wir gehen mal davon aus, dass die Richter nicht alle schizophren waren, ne? Also es geht um eine und dieselbe Person, die also von daher das Problem hat, auf der einen Seite Wissen bekommen zu haben aus der Beichte, dass er andererseits als Richter eigentlich nicht gebrauchen darf, weil er diese Information eigentlich nicht haben dürfte. Ich hoffe, das leuchtet ein. Der Autor fährt fort und sagt, wenn nur seine heilige Mission erfüllt ward, auf die Methoden, deren er sich dabei bediente, kam es wenig an. Wenn der Missetäter um Gnade für seine unverzeihlichen Verbrechen bat, so musste es geschehen, aufgrund seiner rückhaltlosen Unterwerfung unter den geistlichen Vater,
der ihn vor den endlosen Qualen der Hölle zu bewahren suchte. Die Bibel sagt ganz deutlich: Fürchte nicht denjenigen, der auf der Erde Fleisch und Blut vernichten kann, sondern fürchte denjenigen, der in Hölle Fleisch und Blut und Seele vernichten kann. Also, dass hier ein, zwischen Anführungszeichen, geistlicher Vater, der keiner ist, weil die Bibel sagt, nenne niemand deinen Vater, außer du hast auch nur einen Vater und der ist im Himmel, dass der uns endlose Qualen der Hölle bewahren kann, das ist biblisch gesehen unmöglich. Also von daher, wenn der Missetäter um Gnade für seine unverzeihlichen Verbrechen bat, so musste es geschehen aufgrund seiner rückhaltlosen Unterwerfung unter den geistlichen Vater, der ihn vor den endlosen Qualen der Hölle zu bewahren suchte. Er kann ihn nicht vor den endlosen Qualen der Hölle bewahren. Das ginge nur, wenn die Häresie als keine Häresie anerkannt würde, sondern als die Wahrheit. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, um das noch auseinander zu pflücken. Das Erste, was man bei seinem Erscheinen vor Gericht von ihm verlangte, war die Ablegung eines Eides. Wenn die römisch-katholische Kirche die Kirche Gottes ist, warum geht sie dann gegen Gott ein, wenn in der Bibel geschrieben steht, du sollst nicht schwören? Deine Antwort sei ja, ja, nein, nein und alles weitere ist das Übel, steht in der Bibel geschrieben. Du sollst nicht schwören, steht zweimal geschrieben im Neuen Testament. Also, wenn man nicht beim Erscheinen vor Gericht das Erste machen muss, was ich machen muss, einen Eid ablegen, dann kann ich ja nicht vor irgendeinem Richtertisch sprechen, der mit der Autorität des Jehova spricht, des Elohim, des Jahuwa, des Schöpfergottes, meines Vaters im Himmel. Das Erste, was man bei seinem Erscheinen vor Gericht von ihm verlangte, war die Ablehnung eines Eides, durch den er gelobte, den Geboten der Kirche zu gehorchen. Nicht den Geboten der Bibel, nicht den Geboten Gottes, sondern den Geboten der Kirche. Auf alle ihm vorgelegten Fragen wahrheitsgemäß antworten, alle ihm bekannten Ketzer verraten, also Informant, Denunziant sein und jeglicher Buße sich unterwerfen zu wollen, die ihm auferlegt werden würde. Also mit anderen Worten, alle Taten zu tun, die mir auferlegt werden, um diese, zwischen Anführungszeichen, Sünde abzuwerfen. Wer die Ablegung dieses Eides verweigerte, bekannte sich dadurch sofort als trotzigen und hartnäckigen Ketzer. Nun gehen wir am Ende dieses Absatzes, der auch das Ende von Seite 445 ist, in eine ausführliche Fußnote rein. Und wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gelesen, ist auch ein bisschen kleiner geschrieben. Das sind die Fußnoten hier normal. Da gehen wir jetzt mal eben rein. Und zwar geht es erstmal um die Vermeldung der Quelle dieses eben gerade Gesagten. Das lese ich jetzt nicht vor, das könnt ihr selbst gerne machen. Da steht aber hier dann weiter bei, und das ist jetzt ein längerer Artikel. Bei der Inquisition diesseits der Antwerpen, also Österreich, vor allen Dingen Deutschland, ja, verpflichtete anscheinend der Eingangseid den Angeklagten lediglich dazu, die Wahrheit zu sagen, soweit sie ihn und andere betraf. Das ist bei Emerici auf Seite 421 festgehalten. In Italien dagegen, also jenseits der Alpen, ja, diesseits und jenseits. In Italien dagegen war er so ausführlich, wie wir ihn im Texte wiedergegeben haben. In den Prozessen gegen die Guglielmiten, die 1300 in Mailand stattfanden, mussten die Angeklagten außerdem noch für den Fall, dass sie ihr Versprechen brachen, eine Kaution von 10 bis 50 Livre stellen, mussten ferner ihr ganzes bewegliches und unbewegliches Vermögen dem Inquisitor verpfänden und auf jede gesetzmäßige Verteidigung verzichten. Diese Geldbuße befreite sie übrigens nicht von der kanonischen Strafe, die ihr erwartete, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkam. Das war, wie ich glaube, die bei der lombardischen Inquisition übliche Formel. Da kommt wieder eine lange Quellenbenennung.
bei einigen Hexenprozessen aus dem Jahre 1474 in Piemont wurde der Eid, die Wahrheit zu sagen, durch die Androhung der Exkommunikation und der Tratti di Corde erzwungen, einer Tortur, die Strappado genannt und 10 bis 25 Mal vollzogen wurde. Auch schwere Geldbußen waren vorgesehen. Die Herkunft des Inquisitionsprozesses und der Zuzeit und so weiter, also das nochmal eine Brunnenangabe. Jetzt habe ich hier ein paar Fakten genannt, die mir selber auch neu in den Ohren klingen. Tratti di Corde, das hat vielleicht irgendwas mit einem Seil zu tun, ne? Cord von, also eine Behandlung mit einem Seil, vielleicht, dass man auf eine bestimmte Art und Weise halt in die Luft gehängt wird, ne? Es ist ja eine Tortur, die Strappado genannt und 10 bis 25 Mal vollzogen wurde. Und ich werde jetzt mal eben kurz eine Pause machen von der Aufnahme und werde im Internet nachschauen, ob ich das finde und ob ich da vielleicht auch Bilder zu finde, die ich dann bei diesem Video natürlich zufügen werde. Gleich geht's mit der Lesung weiter. Ja, wie ich bereits vermutete, aufgrund der Worte geht es hier um eine Folter, die mit einem Tau, einem Seil vollzogen wird. Auf Deutsch heißt das Tratti di Corde Pfahlhängen. Das Pfahlhängen, lese ich jetzt direkt hier aus Wikipedia kurz vor, ist eine Foltermethode. Der Folterer bindet dazu die Hände des Opfers hinter dem Körper zusammen. Danach wird das Opfer an den Händen an einem Baum, Pfahl oder an der Decke aufgehängt. Lässt der Folterer das Opfer in dieser Aufhängung fallen, so reißt das Körpergewicht die Arme des Opfers nach oben. Wobei natürlich oftmals auch solche Dinge passieren wie Auskugelung der Schulter und so weiter. Die Foltermethode des Pfahlhängens ist sehr schmerzhaft. Dabei kann es zu schweren gesundheitlichen Schäden kommen, insbesondere zur Luxation, das ist die Ausrenkung bzw. Verrenkung der Schultergelenke. Spätestens nach einer halben Stunde wird das Opfer ohnmächtig. Nach 1 bis 4 Stunden tritt der, ich füge das Wort qualvoll hinzu, Tod ein. Zur Verschärfung können die Füße des Opfers mit Gewichten beschwert werden. Dadurch werden die Schmerzen und die Verletzungsgefahr erheblich erhöht. Neben den bereits erwähnten Schulterverletzungen kann es auch zu Verletzungen der Hüften und Beine kommen. Den Rest des Artikels überlasse ich euch zu lesen. Ich werde den natürlich beifügen in diese Lesung, in die Beschreibungsbox des Videos. Und es sind hier auch 2 Bilder auf Wikipedia beigegeben. Von der einen, wo eine Person hier mit einer Fesselung der Hände hinter dem Rücken, nachgestellt am Originalplatz eines irakischen Gefängnisses, gemacht wurde. Und Darstellung von Jacques Callot aus 1633, Teil der Serie Schrecken des Krieges, wo das auch gezeigt wird. Und die Bilder werde ich in das Video hier einfügen. Ja? So viel zu der Fußnote. Am Ende auf Seite 445, so viel dazu, dass wenn man die Ablehnung des Eides verweigert, man sich sofort als trotziger und hartnäckiger Ketzer bekannte. Wir fahren fort auf der Seite 446 in dem Buch, wo der Autor sagt, die Pflicht des Inquisitors unterschied sich von der des gewöhnlichen Richters auch dadurch, dass ihm die geradezu unmögliche Aufgabe gestellt war, die geheimen Gedanken und Meinungen des Gefangenen sicher festzuhalten. Da hat er natürlich dann die Hilfe, wenn er auch als Beichtvater auftritt. Ne? Die äußeren Handlungen waren für ihn nur Anzeichen des Glaubens, die er annehmen oder verwerfen konnte, je nachdem er sie für beweiskräftig oder für illusorisch hielt. Das Verbrechen, das er durch die Bestrafung zu unterdrücken suchte, war ja ein geistiges. Handlungen, wie verbrecherisch sie auch sein mochten, lagen außerhalb des Bereichs seiner Jurisdiktion. Die Mörder des St. Peters des Märtyrers wurden nicht als Mörder verfolgt, sondern als Begünstiger der Ketzerei und Behinderer der Inquisition, was ja im Grunde ein viel schlimmeres Verbrechen noch ist. Der Wucherer gehörte nur dann vor diesen Richterstuhl, wenn er behauptete oder durch seine Handlungen bezeugte, dass er den Wucher für keine Sünde hielt. Der Zauberer nur dann, wenn er seine Beschwörungen bewiesen,
wenn seine Beschwörungen bewiesen, dass er sich lieber auf die Allmacht des Teufels als auf die Gottes verließ oder dass er falsche Vorstellungen von den Sakramenten hatte. Zanchini, das ist ein weiterer Historiker, der von dem Autor hier verschiedene Male in dem Buch erwähnt wird, Zanchini erzählt uns, dass er der Verurteilung eines Priesters beiwohnte, der im Konkubinate lebte, also der das Zölibat gebrochen hat, der aber nicht wegen seiner Sittenlosigkeit bestraft wurde, sondern weil er in diesem unreinen Zustande täglich die Messe zelebrierte und zu seiner Entschuldigung anführte, er habe sich durch die Anlegung der heiligen Gewänder gereinigt. Auch der Zweifel galt schon als Ketzerei. Denn der Gläubige musste einen festen, unerschütterlichen Glauben haben. Und diesen, seinen Seelenzustand festzustellen, war die Aufgabe des Inquisitors. Äußere Handlungen und wörtliche Bekenntnisse waren wertlos. Der Angeklagte konnte regelmäßig der Messe beiwohnen, er konnte freigebig in der Darbringung von Opfern sein, er konnte pünktlich beichten und kommunizieren, und er konnte doch im Herzen ein Ketzer sein. Er konnte, vor Gericht gezogen, sich rückhaltlos den Beschlüssen des Heiligen Stuhls unterwerfen. Er konnte laut seine Zugehörigkeit zum orthodoxen Glauben beteuern. Er konnte bereit sein, alles zu unterzeichnen, was man ihm verlangte. Und er konnte doch heimlich ein Katharer oder Waldenser sein, für den allein der Scheiterhaufen passte. In Wirklichkeit gab es wenige, die ihre Ketzerei mutig eingestanden. Darum war auch die Aufgabe des Richters, der gewissenhaft darauf bedacht war, die Füchse zu vertilgen, die den Weinberg des Herrn verwüsteten, keine leichte. Und wir brauchen uns deshalb nicht zu wundern, dass er sich schleunigst von den Fesseln des regelmäßigen Prozessverfahrens befreite, das seine Mühen vereitelte, ohne ihn vor falschen Urteilen zu bewahren. Noch weniger kann es uns überraschen, dass fanatischer Eifer, willkürliche Grausamkeit und unersättliche Habgier miteinander wetteiferten, um ein über alle Begriffe grausames System aufzurichten. Wozu führt fanatischer Eifer, willkürliche Grausamkeit und unersättliche Habgier? Um ein solches menschenverachtendes System aufzubauen. Leben wir heute, 2022, nicht auch in so einem System, wo die ersten Anzeichen dieses grausamen Systems inzwischen doch auch sichtbar werden? Eine Frage, wo man vielleicht mal eben drüber nachdenken sollte. Allwissenheit wäre allein imstande gewesen, die Rätsel, die das tägliche Geschäft des Inquisitors mit sich brachte, zu lösen. Menschliche Gebrechlichkeit, die entschlossen war, ein im Voraus abgestecktes Ziel zu erreichen, musste zu dem Schlusse kommen, dass das Opfer von 100 Unschuldigen besser sei als das Entrinnen eines einzigen Schuldigen. Das muss man sich doch mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Dass das Opfer von 100 Unschuldigen besser sei, als das Entrinnen eines einzigen Schuldigen. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright, die ja letztens verstorben war und wo ja so, ich glaube, fast ein Tedeum für gehalten wurde, die in einem Fernsehinterview sagte: Frau Albright, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Irak-Krise und wir sehen, dass durch die ganzen Sanktionen, die dem Irak aufgelegt wurden und dem Krieg, der dort gewütet hat, 500.000 irakische Kinder zum Opfer gefallen sind, war das den Preis wert? Und sie sagt: Alles berücksichtigend, was passiert ist, war das den Preis wert. Das Opfer von 100 Unschuldigen ist besser als das Entrinnen eines einzigen Schuldigen. Also,
Die Amerikaner, zwischen Anführungszeichen die ganze Welt, hat den Führer des Irak, den Hussein, verurteilt als Schuldigen und hat in Kauf genommen, dass Hunderttausende Unschuldige litten und starben, um diesen einen zu bestrafen. Seht ihr, dass es die Inquisition heute immer noch gibt? Seht ihr es in eurem täglichen Leben deutlich vor euren Augen? So wurde von den drei Arten des Kriminalverfahrens, der Anklage, der Denunziation und der Inquisition, die letztere notwendigerweise die unabänderliche Regel, anstatt die Ausnahme zu bilden. Also mit anderen Worten, erst kommt die Denunziation, also erst kommt die Anklage, dann der Verrat an jemanden und dann die Unterfragung, weil Inquisition heißt ja eigentlich Unterfragung oder Befragung. Und diese letztere wurde die unabänderliche Regel statt die Ausnahme. Also wenn man normalerweise in einem Kriminalverfahren die Anklage hat und das reicht, oder die Denunziation hat und das reicht, dann wird jetzt die dahin führende Inquisition die Regel. Und die Inquisition ist ja mehr als nur die Unterfragung. Inquisition heißt Unterfragung, aber wir haben ja gelernt, es hat ja viel mehr damit auf sich. Es gehört ja zum anderen eben auch das Eid ablegen, was antibiblisch ist dazu. Es gehört dazu, Foltermaßnahmen über sich ergehen zu lassen und all solche Dinge. Das ist alles, was die Inquisition beinhaltet hier. All diese ganzen Dinge, die wir ständig in diesem Buch sprechen. Ja? Die normalen Arten des Kriminalverfahrens, Anklage und Denunziation, die werden, wie eigentlich die Regel sein sollten, die werden die Ausnahme. Die Inquisition, die letztere, notwendigerweise unabänderliche Regel, wurde anstatt die Ausnahme die Regel. Gleichzeitig wurde sie, also die Inquisition, der Garantien beraubt, durch die ihre gefährlichen Tendenzen einigermaßen ausgeglichen wurden. Wenn sich ein förmlicher Ankläger einfand, so war der Inquisitor verpflichtet, ihn zu entmutigen, indem er ihn auf die Gefahr der Talio hinwies, der sich der Betreffende aussetzte, falls die Anklage unbegründet war. Mit allgemeiner Zustimmung wurde diese Form des Strafverfahrens vermieden, weil sie legitiös sei. Das heißt, weil sie dem Angeklagten gewisse Möglichkeiten der Verteidigung gewähre. Man steht dem Angeklagten aber so wenig wie möglich bis gar keine Möglichkeit der Verteidigung zu. Das ist eben der Punkt. Dass die Anklage wirklich mit einer gewissen Gefahr für den Ankläger verbunden war und dass die Inquisition den Letzteren tatsächlich warnte, zeigte sich im Jahr 1304, als ein Inquisitor, Fra Landulfo, der Stadt Chieti eine Geldbuße von 150 Unzen Gold auferlegte, weil sie jemanden amtlich der Ketzerei angeklagt hatte, ohne den Beweis dafür erbringen zu können. Gegen die Denunziation war weniger einzuwenden, weil bei ihr der Denunziant ex officio handelte. Aber dieselbe kam im Allgemeinen nur selten vor und das Inquisitionsverfahren wurde schon früh tatsächlich so gut wie allein befolgt. Auch hier gehen wir jetzt nochmal in eine fast halbe Seite lange Fußnote rein und wieder aus einem Werk von Eymerich. Den seht ihr ja auch immer in den Bildern in diesen Videos, der Eymerich, der Großinquisitor, als der dargestellt wurde. Um den Gegensatz zwischen dem Verfahren der Inquisition und der weltlichen Gerichtshöfe zu kennzeichnen, dürfte es genügen, auf die Praxis hinzuweisen, die die Letzteren in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Mailand befolgten. Na, also die weltlichen Gerichtshöfe. Ein Ankläger, der eine verbrecherische Handlung anzeigte, musste sich einschreiben und volle Bürgschaft dafür beibringen, dass er sich im Falle des Misslingens der gebührenden Buße unterwerfe und den Angeklagten für alle Ausgaben entschädigen wolle. In Ermangelung einer Bürgschaft musste er bis zum Ende des Prozesses im Gefängnis bleiben. Der Denunziant, den sprechen wir hier, ja?
Der muss ins Gefängnis, wenn er nicht in der Lage ist, finanzielle Sicherheiten zu bieten, um den Angeklagten, den er denunziert, hier schadlos zu stellen, im Falle, dass sich seine Anklage, seine Denunziation als grundlos erweist. Wenn der Richter das Inquisitionsverfahren einschlug, so musste er den Angeklagten im Voraus benachrichtigen. Dieser war alsdann berechtigt, sich einen Advokaten zu wählen und die Namen und Aussagen der Zeugen zu erfahren. Der Richter musste bei Strafe von 50 Livres die Sache innerhalb von 30 Tagen erledigen. Jetzt geht's hier in eine Quelle rein. Dahinter steht dann wieder: Es ist wahr, dass unter dem Einflusse der Inquisition die Laiengerichtshöfe diese nützlichen Vorsichtsmaßregeln gegen Ungerechtigkeit allmählich vernachlässigten. Wir müssen uns aber daran erinnern, wenn wir die tiefe Verschwiegenheit, das Endlose hinausschieben und die tatsächliche Verweigerung jeder Gerechtigkeit in Betracht ziehen wollen, wie sie das Verfahren gegen Ketzer kennzeichnen. Man beklagte sich wiederholt über die allmähliche Demoralisation der weltlichen Gerichtshöfe unter dem Einfluss dieses von der Inquisition gegebenen Beispiels. Im Jahre 1329 stellten die Konsuln von Béziers Philipp von Valois vor, dass seine Richter versäumten, Ankläger die gebührende Sicherheit dafür leisten zu lassen, dass sie die Angeklagten im Fall des Misslingens der Verfolgung entschädigen wollten. Der König ließ den Missbrauch sofort abstellen. Hierbei fährt der Autor jetzt am vollen Absatz auf Seite 448 fort, nach der Fußnote. Hierbei wurden aber nicht nur, wie wir sehen werden, alle Garantien des Prozessverfahrens unterdrückt, sondern es wurde auch der Angeklagte von vornherein als schuldig angesehen. Das ist eben der Unterschied zwischen den Inquisitionsgerichten und den normalen weltlichen Gerichten. Um 1278 stellt ein erfahrener Inquisitor die Regel auf, dass an Orten, die in starkem Verdachte der Ketzerei ständen, jeder Einwohner vorgeladen und gezwungen werden sollte, die Ketzerei abzuschwören und die Wahrheit zu sagen. Dann müsse er einem genauen Verhöre über sich und andere unterworfen werden, wobei jeder Mangel an Offenheit ihn später der furchtbaren Strafe unterwarf, die für den Rückfall festgesetzt war. Dass das nicht bloß ein theoretischer Vorschlag blieb, ergibt sich aus den umfassenden Untersuchungen, die Bernhard von Coux und Johann von Saint-Pierre 1245 und 1246 veranstalteten, wobei 230 Verhöre von Einwohnern der kleinen Stadt Avignonette, 100 von solchen der Stadt Fanjeu und 420 in Mas-Saint-Puel erwähnt werden. Also hier nimmt man eine ganze Region, ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt und unterstellt jedem Einwohner, egal wie alt er ist, egal welchen Geschlechts, Häresie, Ketzerei. Einfach so. Ein wenig so, wie sie es in China im Augenblick machen, weil irgendwo ein, und das ist dann ja zumindest ein Fall, Corona-Auftritt, dafür eine Millionenstadt abgeriegelt wird. So ungefähr kann man sich das heutzutage vorstellen. Nur, dass Abriegelung und Lockdown unter Corona-Regeln was anderes ist, als hier eine Stadt vollständig, ich sag mal, unter Interdikt zu setzen, was unter der Verdacht der Häresiestellen ja noch viel schlimmer ist, als unter Interdikt setzen, und dass dabei viele unschuldige Leute, Menschen, gelitten haben. Genau wie ich eben nochmal angeführt hatte mit dem Beispiel von der Madeleine Albright. Dieser Pflicht, fährt der Autor fort, vor dem Inquisitor zu erscheinen, konnte sich keiner entziehen, der das Alter hatte, in welchem die Kirche ihn für verantwortlich für seine Handlung ansah. Also ob jemand verantwortlich für seine Handlung ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn die Kirche sagt, du bist es, dann bist du es. Welches dieses Alter war, das war indessen eine strittige Frage. Nun, mal eben auf einem anderen Blatt.
Wir wissen ja aus unserer eigenen ziemlich kurzen Vergangenheit, dass viele Altersgrenzen auf einmal nach unten gesetzt werden. Michael und ich hatten darüber gesprochen in der satanischen Medienagenda, wo wir ja von Billy Idols Lied Sweet 16 und solchen Dingen gesprochen haben. Könnt ihr euch auch die Folgen gerne nochmal anschauen, wenn ihr wissen wollt, worum es darum geht. Aber wir wissen ja auch in unserem Leben hier, wo wir jetzt leben, dass Altersgrenzen nach unten gelegt werden und dass Verantwortlichkeit immer früher kommt. Also zum Beispiel ist doch, glaube ich, in Deutschland die Diskussion entbrannt oder vielleicht sogar schon inzwischen Fakt, das weiß ich gar nicht mehr, dass man mit 16 sogar wählen darf. Ja? Strafbarkeit war früher mit 18, das wurde runtergeschraubt auf 16, dann auf 14. Ja? Volljährig war man früher mit 21, heute ist man das mit 18. Ja? Also da werden willkürlich von irgendwelchen Gesetzgebern irgendwelche Altersgrenzen festgesetzt, um den Menschen Verantwortlichkeit zu geben, die sie vielleicht noch gar nicht haben können. Weil auch mit 18 ist noch nicht jeder, sage ich jetzt mal, volljährig in dem Sinne, ist noch nicht jeder voll geschäftsfähig. Es gibt immer Leute, die sind vielleicht in bestimmten Dingen ein wenig anders als andere und deswegen vielleicht noch nicht dazu so in der Lage. Ja? Mal ganz ehrlich, wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, wo ich 18 war, wenn ich da heute zurückdenke, so, da war ich damals auch noch nicht volljährig, ne? Und das sage ich jetzt von mir selber hier. Ja? Aber der Punkt ist, welches dieses Alter war, das man vor dem Inquisitor zu erscheinen hatte, dem man sich nicht entziehen konnte, das war eine strittige Frage. Die Konzilien von Toulouse, Béziers und Albi nahmen 14 Jahre für das männliche und 12 Jahre für das weibliche Geschlecht an, als sie der ganzen Bevölkerung einen Abschwörungseid vorschrieben und diese Festsetzung wurde von einigen Autoritäten anerkannt. Andere dagegen begnügten sich mit der Erklärung, dass das Kind alt genug sein müsse, um die Bedeutung eines Eides zu verstehen. Noch andere setzten das Alter der Verantwortlichkeit auf 7 Jahre herab oder sie bestimmten 9,5 Jahre für Mädchen und 10,5 Jahre für Knaben. Zwar durfte in den romanischen Ländern, wo die Minderjährigkeit erst im Alter von 25 Jahren aufhörte, heute 18, denk mal dran, keiner unter diesem Alter vor Gericht erscheinen, aber man half sich über diese Bestimmung mit Leichtigkeit dadurch hinweg, dass man dem Minderjährigen einen Kurator beigab, unter dessen Schutz er gefoltert und verurteilt werden durfte. Wenn es übrigens heißt, dass keiner unter 14 Jahren gefoltert werden dürfe, so dürfen wir dies wohl als das niedrigste Alter betrachten, in welchem man im Allgemeinen wegen Ketzerei zur Verantwortung gezogen werden konnte. Ein Entkommen des Missetäters war nicht möglich. Abwesenheit wurde als absichtlicher Ungehorsam betrachtet und erhöhte nur die Schuld, indem sie ein neues, unverzeihliches Vergehen hinzufügte. Außerdem kam sie in der Sache selbst einem Geständnisse gleich. Übrigens war diese Anschauung, noch ehe man an die Inquisition dachte, in der kirchlichen Rechtsprechung schon dadurch herrschend geworden, dass Antichristpapst Innozenz III. Den Bischof von Chur degradierte aufgrund der Beweise, die seine Kommissarien ex parte erbracht hätten, nachdem der Bischof wiederholt sich geweigert hatte, vor ihm zu erscheinen. Wie wichtig diese Entscheidung war, beweist die Tatsache, dass sie Raimund von Pennaforte in das kanonische Recht aufnahm, um darzutun, dass in Fällen absichtlichen Ungehorsams das durch eine Inquisitio, also Befragung, beigebrachte Zeugnis zur Verurteilung genüge, ohne eine Litis Contestatio, das heißt ohne eine Verhandlung zwischen der Anklagebehörde und der Verteidigung. Ohne eine Verhandlung zwischen Anklage und Verteidigung. Boom, das sagt doch was aus, ne? Wenn daher eine Partei es unterließ, zu erscheinen, nachdem die Vorladung in ihrer Pfarrkirche ordnungsgemäß veröffentlicht und der gebührende Aufschub bewilligt war, so zögerte man nicht, gegen sie vorzugehen, um sie in absentia, also in Abwesenheit, zu überführen, wobei die Abwesenheit des Beschuldigten in frommer Weise durch die Gegenwart Gottes und der Evangelien ersetzt wurde.
Absichtliche Abwesenheit genügte in der Tat, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Friedrich II. Hatte in seinem ersten Edikte aus dem Jahre 1220, in welchem er sich dem Laterankonzil von 1215 anschloss, erklärt, dass derjenige Verdächtige, der sich nicht binnen 12 Monaten reinige, als Ketzer verurteilt werden sollte. Diese Bestimmung wurde auch auf Abwesende ausgedehnt, die, nachdem sie ein Jahr lang exkommuniziert gewesen, ohne weiteres verurteilt werden sollten, mochte etwas gegen sie bewiesen sein oder nicht. Wer die Exkommunikation ein Jahr lang erduldete, ohne um eine Aufhebung derselben nachzusuchen, galt als Ketzer in Bezug auf die Sakramente und die Schlüsselgewalt, wenn nicht auch noch in Bezug auf andere Dinge. Einige Autoritäten waren in dieser Hinsicht so streng, dass das Konzil von Béziers die Bestrafung wegen Ketzerei für alle diejenigen festsetzte, die 40 Tage exkommuniziert bleiben würden. Ja, man umging sogar den Aufschub von einem Jahr dadurch, dass man die Inquisitoren anwies, wenn sie Abwesende vorluden, sie nicht nur aufzufordern zu erscheinen, sondern auch sich in einer gewissen Zeit zu reinigen. Und dass man nach Verlauf dieser letzteren Frist den Angeklagten als überführt ansah. Doch wurde in diesen Fällen der Angeklagte selten als Rückfälliger bestraft und dem weltlichen Arme ausgeliefert. Meistens begnügte sich der Inquisitor mit lebenslänglicher Einkerkerung bei denjenigen, denen man kein anderes Verbrechen als das des absichtlichen Ungehorsams nachweisen konnte. Es sei denn, dass sie, festgenommen, sich nicht unterwerfen und abschwören wollten. Auch der Tod bot keine Möglichkeit des Entkommens. Mochte auch der Sünder vor den Richterstuhl Gottes geladen sein, so musste doch der Glaube durch seine Verurteilung gesühnt und die Gläubigen mussten durch seine Bestrafung erbaut werden. Hatte der Verstorbene nur Einkerkerung oder eine leichtere Strafe verdient, so wurden seine Gebeine einfach ausgegraben und in alle Winde zerstreut. So ungefähr, wie sie es mit John Wycliffe gemacht haben. Ne? Da haben sie aber nicht in alle Winde zerstreut, sondern in den Fluss Swift seine Gebeine, nachdem sie verbrannt haben, gestreut. Stand aber auf seiner Ketzerei die Strafe der Scheiterhaufen, so wurden sie feierlich verbrannt. Den Erben und Nachkommen wurde ein Schein von Verteidigung bewilligt, da sie von der schweren Strafe der Konfiskation und der persönlichen Unfähigkeit, irgendein Amt zu bekleiden, bedroht waren. Der unerbitterliche Eifer, womit diese Prozesse gegen Tote bisweilen durchgeführt wurden, tritt in dem Verfahren gegen Armano Pongilupo von Ferrara zutage. 32 Jahre lang kämpften der Bischof und der Inquisitor von Ferrara miteinander um die Gebeine desselben, bis zuletzt der Inquisitor 1301 den Sieg behielt. Eine Beschränkung hinsichtlich der Zeit gab es hier nicht, wie die Erben und Nachkommen des Gerardo von Florenz erfahren mussten, als im Jahre 1318 der Inquisitor Fra Grimaldo einen erfolgreichen Prozess gegen ihren 1250 verstorbenen Ahnherrn begann. Im Jahre 1313 einen Prozess beginnen gegen jemanden, der im Jahr 1250, 63 Jahre vorher, verstorben war. Die Gefährlichkeit des Inquisitionsverfahrens beruhte in erster Linie darin, dass bei ihm Ankläger und Richter identisch waren. Gewaltenteilung ist doch heute auch nur ein Witz, der nach außen hin kommuniziert wird, aber nach innen nicht praktiziert. Ne? Die Gefährlichkeit des Inquisitionsverfahrens beruhte in erster Linie darin, dass bei ihm Ankläger und Richter identisch waren. Als es zuerst in das kirchliche Gerichtsverfahren eingeführt wurde, suchte man daher durch sorgfältige Vorsichtsmaßregeln, die aus diesem Umstande sich ergebenden Gefahren zu beseitigen. Die Gefahr verdoppelte sich aber, wenn der betreffende Richter ein eifriger Zelot war, der nur an die Beschützung des Glaubens dachte und geneigt war, in jedem ihm vorgeführten Gefangenen einen Ketzer zu sehen, welcher auf alle Fälle überführt werden müsse.
Und nicht geringerer wurde diese Gefahr, wenn der Richter nur habgierig und nach Geldstrafen und Konfiskation lüstern war. Aber die kirchliche Theorie stellte den Inquisitor als einen unparteiischen geistlichen Vater hin, dessen Amtstätigkeit bei der Rettung der Seelen durch keine Vorschriften eingeschränkt werden dürfe. Daher wurden die Vorsichtsmaßregeln, die, wie die menschliche Erfahrung gezeigt hatte, schon bei dem gewöhnlichen Gerichtsverfahren notwendig waren. Hier, wo das Leben, das Ansehen und das Vermögen von 3 Generationen auf dem Spiele stand, absichtlich beiseite gesetzt. Jeder zweifelhafte Punkt wurde zugunsten des Glaubens entschieden. Immer von Neuem wurde der Inquisitor angewiesen und ermächtigt, summarisch zu verfahren, die Formen unbeachtet zu lassen und nicht zu dulden, dass durch richterliche Vorschriften oder durch Kniffe der Advokaten Hindernisse entständen, sondern das Verfahren so viel wie möglich abzukürzen. Dadurch, dass man dem Angeklagten die gewöhnlichen Mittel der Verteidigung nahm und alle Berufungen und die Sache hinausziehenden Einwände verwarf. Die Rechtskräftigkeit des Urteils sollte nicht beeinträchtigt werden dadurch, dass man die Formen unbeachtet ließ, die eine jahrhundertelange Erfahrung ersonnen hatte, um Ungerechtigkeiten zu verhüten und dem Richter das Gefühl seiner Verantwortlichkeit zum Bewusstsein zu bringen. Wäre das Inquisitionsverfahren ein öffentliches gewesen, so hätte sich auch in diesem infamen System ein Riegel vorschieben lassen. So aber war die Inquisition mit dem furchtbaren Dunkel des Geheimnisses umgeben, bis das Urteil gesprochen und sie imstande war, durch die schauerliche Feier des Auto da Fe Eindruck auf die Volksmenge zu machen. Falls nicht wegen eines Abwesenden ein öffentlicher Aufruf nötig war, geschah selbst die Vorladung eines verdächtigen Ketzers im Geheimen. Von dem, was geschah, nachdem er sich dem Gericht stellte, hatten nur die wenigen verschwiegenen Männer Kenntnis, die der Richter persönlich ausgewählt hatte und die unverbrüchliches Schweigen eidlich gelobt hatten. Selbst die Sachverständigen, die zusammenkamen, um über das Schicksal des Angeklagten zu entscheiden, mussten ähnliche Eide ablegen. Die Geheimnisse dieses furchtbaren Gerichtshofs wurden mit derselben Vorsicht gehütet und nur selten und mit äußerster Vorsicht wurden, wie wir durch Bernard Guidonis erfahren, Auszüge aus den Protokollen geliefert. Paramo, dieser seltsame Pendant, der scharfsinnig beweist, dass Gott der erste Inquisitor und die Verurteilung Adams und Evas das erste Muster des Inquisitionsverfahrens war, weist triumphierend darauf hin, dass Gott sie im Geheimen richtete und so der Inquisition das von ihr zu befolgende Beispiel gab, indem er auf diese Weise zugleich alle Spitzfindigkeiten umging, welche die Verbrecher zu ihrer Verteidigung geltend gemacht haben würden, zumal ihnen die listige Schlange mit ihrem Rate Würde zur Seite gestanden haben. Also, wie das an den Haaren herbeigezogen ist, die Bibel so auf diese Weise zu verdrehen und Gott hier als einen Inquisitor hinzustellen, der Adam und Eva im Geheimen verurteilt hätte. Also, erstens mal hat Gott zu Adam und Eva ganz deutlich gesagt, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, dann werdet ihr sterben. Das heißt, das ist eine Verurteilung, die durch Gott stattfindet, noch vor die Tat stattfindet. Ja? Gott hat vor dem Ungehorsam der Menschen gesagt, was die Folgen sind. Das ist also nicht geheim. Das ist schon mal eins. Und Punkt zwei ist, dass man überhaupt nicht, meines Erachtens, das, was ich in der Bibel im Genesis in Kapitel 3 abgespielt hat, heranziehen kann, um auf irgendeine Art und Weise die Inquisition zu rechtfertigen. Das ist an den Haaren herbeigezogenes Argument. Ja? Aber das ist natürlich typisch die Kirche des Satan. Paramo, dieser seltsame Pendant, ja, wir lesen diesen langen Satz eben nochmal, dann könnt ihr da gerne mal das Video pausieren und da mal drüber nachdenken, was hier geschrieben steht, ob das tatsächlich so ist, was Gott, der Schöpfergott, der uns liebende, allmächtige, allwissende Gott mit den Menschen vorhat, ja,
Ist das tatsächlich so, was hier steht? Paramo, dieser seltsame Pendant, der scharfsinnig beweist, dass Gott der erste Inquisitor und die Verurteilung Adams und Evas das erste Muster des Inquisitionsverfahrens war, weist triumphierend darauf hin, dass Gott sie im Geheimen richtete und so der Inquisition das von ihr zu befolgende Beispiel gab, indem er auf diese Weise zugleich alle Spitzfindigkeiten umging, welche die Verbrecher zu ihrer Verteidigung geltend gemacht haben würden, zumal ihnen die listige Schlange mit ihrem Rate würde zur Seite gestanden haben. Dass er keine Zeugen berief, erklärt sich durch das Geständnis der Angeklagten und dafür, dass diese Geständnisse zu einer Überführung und Bestrafung ausreichten, führt Paramo eine Reihe angesehener juristischer Autoritäten an. Wenn uns dieser gotteslästerliche Unsinn zunächst lächerlich erscheint, so hat er doch auch seine traurige Seite, indem er zeigt, wie die Inquisitoren ihre Amtsgeschäfte auffassten und sich, indem sie sich mit Gott verglichen, Blasphemie, Gotteslästerung, eine verantwortungslose Macht beilegten, die ohne die Beigabe der göttlichen Allwissenheit durch menschliche Leidenschaften in ein Werkzeug der furchtbarsten Ungerechtigkeit verwandelt werden musste. Befreit von jeder Fessel der Öffentlichkeit und ungehindert durch gesetzliche Formalitäten war das Verfahren der Inquisition, wie Zanchini selbst eingesteht, ein rein willkürliches Verfahren. Woher die Inquisitoren ihre Machtvollkommenheiten ableiteten und welchen Gebrauch sie von dieser ihrer diskretionären Gewalt machten, das werden wir später bei zahlreichen Gelegenheiten noch sehen. Und das ist ein wunderbarer Satz, um diese furchtbare Lesung über das Prozessverfahren der Inquisition mit hinterlistiger Prozessführung abzuschließen und euch euren Gedanken zu überlassen und die Gelegenheit zu geben, die Seiten dieses Buches selbst aufzuschlagen, dass ihr gratis im Internet euch besorgen könnt. Auf meiner Archive-Seite ist dieses Buch zur Verfügung. Ja, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Und wenn ich so etwas lese und bespreche, dann gehen manchmal Dinge ein bisschen zu schnell. Bitte, schaut auf meine Archive-Seite, schaut euch das Buch an, ladet es euch herunter, lest es selbst nochmal nach und vergleicht, ob das, was ich kommentiere, im Licht der Bibel, der Wahrheit standhält oder ob tatsächlich das stimmt, was die römisch-katholische Kirche benutzt, um die Inquisition zu verteidigen. Wir müssen jederzeit alles an der Wahrheit messen. Und in dieser Welt gibt es nur eine Wahrheit, das Wort Gottes, die Bibel. Und deswegen müssen wir regelmäßig die Bibel lesen, um überhaupt die Unwahrheiten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, erkennen zu können. Und ich glaube, heute in dieser Lesung haben wir eine ganze Menge Unwahrheiten dargelegt und erkannt und an der Bibel gemessen und haben deutlich den Finger gewiesen auf die römisch-katholische Kirche, auf die Hure von Babylon, die Frau, die das Tier reitet, auf deren Stirn die Worte Babylon, Mutter der Huren und Geheimnis steht, geschrieben steht, um die auf den Platz zu setzen, auf den sie gehört. Nämlich auf den Platz, der befragt wird. Wir drehen die Rolle mal um. Nicht die römisch-katholische Kirche macht die Inquisition. Wir machen die Befragung. Wir lassen Gott die Befragung machen. Und Gott muss nicht viel fragen. Gott weiß ganz genau, was das Herz der römisch-katholischen Kirche ist. Und er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Bis dahin ist es unsere Aufgabe, andere Menschen über die Vergangenheit aufzuklären und ihnen die Wahrheit im Lichte der Bibel beizubringen. Dafür müssen wir unsere Bibel kennen und lesen. Und damit möchte ich für heute abschließen. Und nächstes Mal fahre ich in diesem wichtigen Kapitel fort. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha.
O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Sohn.